fette Seelachse vom Ufer in Norwegen fängst du genauso. Wir suchen uns einen tiefen Fjord mit steil abfallenden Felswänden, denn genau hier patrouillieren die Seelachse an der Abbruchkante. Unser Spot ist schwer zu Fuß zu erreichen, doch wir finden eine vielversprechende Angelstelle. Die Dorsche verkürzen uns die Wartezeit mit einer super Frequenz und einer angenehmen Durchschnittsgröße für die Uferangelei in Norwegen. Endlich treffen die Seelachse ein und die Bisse werden härter und es steigen einige gute Fische aus, was für viel Frust sorgt. Ein schönes Exemplar bleibt allerdings nach gutem Drill hängen und dieser Fisch begleitet uns in die Küche. Und nicht vergessen, Seelachse schmecken nur frisch. Folge für mehr Angeltipps.